Für den Präsidenten der Sächsischen Landeszahnärztekammer Dr. Thomas Breyer und den Begründer des Dentalmuseums in Chadras, Andreas Häsler, ist es ein wenig wie ein Abenteuer. Die beiden Männer begutachten angeregt in einem Bildband die Stücke aus der legendären Proskauer Witzsammlung, die der Bundeszahnärztekammer gehört. Darunter befindet sich auch eine wertvolle Meißner Figurengruppe aus Porzellan, die von Johann Joachim Kentler bereits im Jahr 1740 erstmalig entworfen worden ist und die bis heute auf Wunsch produziert wird. Im Laufe der Jahre und durch etliche Umzüge kam es zu schweren Schäden und Abbrüchen an dem Kunstwerk, die nun in einem Labor restauriert werden sollen. Naja, der Arm des Zahnarztes ist abgebrochen, der Tisch ist abgebrochen, es gibt einige weitere kleine Beschädigungen, aber insgesamt denke ich, dass wir das mit guter zahntechnischer Arbeit hinkriegen. Was leider auch nicht mehr da ist, ist der Griff des Degens, aber den gibt es auch als Einzelteil nicht mehr, der ist einfach verloren gegangen. Die Extraktion haben wir auf jeden Fall, das ist ganz gut. Ja, wir schauen uns also mal an. Das heißt also, man hat versucht, diese Fehlstellen zu übermalen. Das kann man natürlich ganz wunderbar sehen, wenn man das Ganze unter dem Mikroskop über den Tisch sieht. Da kann ich ganz genau feststellen, wo sind diese Übermalungen, wo sind diese Überklebungen oder die Reparaturen. Und das muss eigentlich erstmal so richtig zurückgebaut werden. Und ich würde mich hier nur konzentrieren auf die Sachen, die tatsächlich jetzt abgebrochen sind. Die anderen Reparaturstellen, die man hier sieht, ich sehe jetzt hier schon am Tisch, sehe ich eine große Reparatur. An den Füßen sieht man mehrere kleine Reparaturen. So, die würden wir weitestgehend in Ruhe lassen, weil sie sind stabil. Das kann man also wirklich im Einzelnen probieren. Nach der Erstbetrachtung geht es mit dem Rollwagen ins eigentliche Labor. Vorsichtig wird die Figur auf die Spüle gesetzt. Auch hier gilt es, höchste Obacht walten zu lassen. Jeder Schritt wird dreimal überlegt. Jetzt versuche ich die Klebestelle mit Heißdampf weich zu machen. Und das ist natürlich eine sehr schonende Behandlung. Stück für Stück arbeiten sich die beiden bei der Reinigung vor. Immer wieder zeigt sich, dass es an dem kleinen Stück Porzellan mehr Baustellen gibt als erwartet. Mit Skalpell und Pinsel werden Verunreinigungen vorsichtig entfernt. Nee, aber wenn ich jetzt hier abdampfen würde, kann es passieren, dann dampfe ich hier die Farbe runter, was auch immer die da drauf gemacht haben. Und hier können wir auch schlecht ran, weil hier das aufgeholt ist. Da könnte ich noch vorbeikommen. Wir können mal probieren. Also das ist eine aus meiner Sicht sehr amateurhafte Arbeit gewesen mit einem relativ modernen Kleber. Und mit Übermalung, das würde man also heute fachgerecht so nicht machen. Zurück im Labor wird nach einem Probelauf der seit Jahrzehnten abgebrochene Arm wieder repositioniert und mit einem Spezialkleber angeklebt. Ein technischer Sekundenkleber, der uns nicht allzu viel Zeit lässt, denn wenn man das Gegenstück in Wasser taucht, zieht das ziemlich schnell an, sonst dauert es zu lange. So, und wir haben ihn wunderbar fixiert, das merkt man, indem man über das Heiße, er ist eben richtig in der Parkfläche drin. Die nächste Baustelle ist der Tisch. Kritisch wird der Zustand unter dem Mikroskop begutachtet. So, ist im Prinzip dieser Bereich hier, der ist wahrscheinlich ersetzt und wir schauen jetzt mal nach, weil wir denken, hier ist eine Bruchkante. Und wenn wir diese Bruchkante nochmal freilegen, dann haben wir einen definitiven Beweis, dass dieser ganze vordere Teil hier vorne fehlt. Und das wäre zu mühselig, das aufzuarbeiten. Das müsste man eigentlich über die Formen erst wieder herstellen, eine Grundform herstellen. Und das lohnt sich bei dieser Arbeit nicht. Dann wird nach einer weiteren Reinigung der Tisch eingepasst und anschließend eingeklebt. So, wir gehen nochmal hier rein. Denn erst im Kontakt kommt die Verklebung. Und hier gehe ich mal großflächiger, damit wir hier eine stabile Verbindung herstellen. Ganz genau, so. Jetzt kommen wir, versuchen wir wieder in diese Parkstellung hineinzukommen. Dann machen wir nochmal den leichten Druck. Auch hier hinten sitzt es gut drin und hat eigentlich auch keinen Bruch. Die Restaurateure können zufrieden mit ihrem Werk sein. Dr. Breyer macht noch schnell ein paar Bilder mit dem Tablet zur Dokumentation für die Bundeszahnärztekammer, den Eigentümer der Sammlung, während Andreas Häsler schon erste Pläne für sein Museum schmiedet. Wir haben entweder eine vollständige Gruppe, und werden jetzt herausfinden,
von wann diese Gruppe ist, wo wir erste Abbildungen finden, wo wir vielleicht ein Schriftstück finden, wann die in die Sammlung gekommen ist. Das wird jetzt unsere nächste Aufgabe sein. Und das wird genauso viel Spaß machen wie das, was wir heute gemacht haben. Wie erfolgreich die Arbeit der beiden begeisterten Sammler war, lässt sich leicht bei einem Vorher-Nachher-Vergleich feststellen. Eines ist auf jeden Fall klar, Andreas Häsler und Dr. Breyer ist es gelungen, ein bedeutendes Stück zahnmedizinischer Kunstgeschichte zu retten.